Mein heutiges Bild zeigt herbstlich-winterliche Spiegelungen auf dem Wasser eines stillgelegten Rheinarmes bei Köln. Zu meiner Person. Als Sohn und Enkel einer Künstlerfamilie habe auch ich den Werdegang des Künstlers eingeschlagen. Schon in jungen Jahren besuchte ich die Kunstschule. Doch dann nahm ich diverse Umwege. Ich wurde Schauspieler, Autor und schließlich Theaterleiter. In den letzten Jahren aber bin ich erneut der Malerei verfallen, sodass ich mich schließlich dazu entschloss, das Studium der Kunst erneut aufzunehmen. Mit 54 Jahren wurde ich also wieder zum Studenten. Eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich freue mich sehr, hier eines meiner Werke präsentieren zu dürfen und wünsche allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Nicht zuletzt aber möchte ich alle ermutigen: Malt! Zeichnet. Es ist so beglückend. Mehr von mir gibt es unter meiner Website oder unter meinem Facebook-Auftritt. Später Pastelle. In letzter Zeit hauptsächlich mit Acryl in Kombination mit verschiedenen Materialien. Daneben zeichnet sie mit Kohle, Tusche oder Bleistift. Ausbildung und Beruf. Studium der Germanistik und katholischen Theologie in Bonn. Von 1981 bis 2008 Lehrerin am Gymnasium in Walldorf. Danach intensives Schreiben und Malen. Veröffentlichung von Krimis und historischen Romanen. Ausstellungen. Zusammen mit der Künstlergruppe Walldorf in der Sparkasse in Heidelberg, im Alten Rathaus in Walldorf, in der Laurentiuskapelle in Walldorf, im Amtsgericht Wiesloch. Einzelausstellung in der Stadtbücherei Wiesloch